In Syrien gehen die russischen Luftangriffe gegen den IS weiter. Bei den neuesten Angriffen wurden mehr als 120 Einrichtungen der Terroristen zerstört, darunter ein Kommandozentrum der Nusra-Front. Seit Moskau die Operationen in der Region begann, haben einige westliche Medien Russland beschuldigt, die falschen Ziele zu bombardieren. CNN und The Daily Beast bringen Berichte, laut denen in Syrien medizinisches Personal und Zivilisten getötet wurden. Das russische Verteidigungsministerium hat die Anschuldigungen als Propaganda zurückgewiesen. Gayana Chichakyan berichtet. RT versucht, Berichte in US-Medien zu bestätigen, die besagen, dass russische Luftangriffe in Syrien eine Anzahl Krankenhäuser getroffen haben. Die New York Times zitiert beispielsweise die amerikanische NGO Physicians for Human Rights, die Russland beschuldigen. Die Zeitung fügte eine Erklärung hinzu, sie könne die Behauptungen nicht unabhängig verifizieren. Ich ging zum Außenministerium, um zu erfahren, ob die US-Regierung irgendwelche Beweise hat. Diesen Morgen hat RT den Einsatzleiter des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, Dominik Stillhardt, interviewt. Wir befragten ihn bezüglich der Anschuldigungen, dass Russland in Syrien Krankenhäuser bombardiere. Er sagt, Personal des Roten Kreuzes in Syrien habe keine solchen Vorfälle berichtet. Haben Sie irgendwelche Beweise, dass Russland in Syrien Krankenhäuser bombardiert hat? Wir haben ein paar Informationen gesehen, die uns glauben lassen, die russischen Militärflugzeuge haben ein Krankenhaus getroffen. Das sind ernste Anschuldigungen. Können Sie uns diese Beweise zeigen? Nur Berichte reichen nicht aus. Haben Sie etwas Besseres als nur Berichte? Ich denke, das habe ich eben getan. Ich sagte, wir haben Operationsberichte, die uns glauben lassen, dass es der Fall ist. Können Sie uns diese Beweise mitteilen? Nein, ich werde auf diesem Podium keine Geheimdienst- oder Operationsinformationen weitergeben. Haben Sie denn Russland mit den Beweisen konfrontiert, dass es in Syrien Krankenhäuser getroffen hat? Ich werde hier nicht unsere diplomatischen Diskussionen vorlesen. Ich habe Ihre Frage beantwortet. Ich bin dabei so weit gegangen, wie ich gehen werde. Ist das ein Ja oder ein Nein? So weit, wie ich gehen werde. Die Antwort der US-Regierung lautet also, wir wissen, dass Russland es getan hat, wir werden aber nicht sagen, woher wir das wissen. In Washington, I'm going to check on RT. Die syrisch-amerikanische medizinische Gesellschaft, die das Krankenhaus betreibt, sagte zu CNN, es wurde von russischen Jets angegriffen. Wir haben diese Berichte auch gesehen, aber ohne Informationen aus erster Hand von unseren Teams vor Ort kann ich diese Anschuldigungen weder bestätigen noch dementieren.